Diese Woche startet eine recht derbe Komödie in den deutschen Kinos, die allein deswegen schon spannend ist, weil die Hauptfiguren so jung sind, dass ihre Naivität auf bestimmte Sachverhalte dem Ganzen eine gewisse Prise Schärfe verleihen. Und damit geht es hier jetzt um Good Boys. Max ist 12 Jahre alt und geht an die Junior High, womit sich sein Leben im Vergleich zur Grundschule deutlich ändert. Denn so langsam steht die Pubertät an und auch Max' beste Freunde Thor und Lucas sind sehr aufgeregt, als sie zu ihrer ersten Kissing-Party eingeladen werden. Das Problem nur, keiner weiß, wie man so richtig küsst. Und während sie nach fragwürdiger Online-Recherche auf die Idee kommen, die Drohne von Max' Vater zu verwenden, um bei der Nachbarin das Küssen auszuspionieren, finden sie sich schnell in einem Abenteuer zwischen Drogen, Sexspielzeug und übersprudelnden Hormonen wieder, das auch ihre Freundschaft gründlich auf die Probe stellt. Good Boys geht 90 Minuten, hat eine Altersfreigabe von 12 Jahren, ist in den USA aber R-rated wegen Strong Language und auch sexueller Inhalte und startet hier ab diesem Donnerstag, dem 22. August 2019 in den deutschen Kinos. Ist eine Komödie, die vor allem in den Momenten, wenn es recht sexuell, aber vor allem auch mit dem Thema Drogen zugeht, man schon deutlich spürt, dass Seth Rogen hier als Produzent seine Finger mit drin hat. In den Trailern konnte man ihn ja auch jeweils in den Intros zu den jeweiligen Trailern sehen und ist eine Komödie geworden, die auf der einen Seite schon so derbe ist, wie man es nach den Trailern erwarten konnte und da stehe ich voll, wenn einige sagen, oh mein Gott, ich habe mich totgelacht, und andere, ist halt einfach nicht mein Humor. Das kann definitiv polarisieren an dieser Stelle, aber es ist auch eine Komödie geworden, die herzliche Momente hat, die sich mit dem Thema Freundschaft und Erwachsenwerden auseinandersetzt. Und damit ist es auf der einen Seite ein klassischer Coming-of-Age-Streifen mit einer Art Mini-Road-Movie gepaart. Und weil die Hauptdarsteller noch so jung sind, ist es vor allem die Naivität dieser Jungs und ihrer Freundschaft auf bestimmte Sachverhalte, die es immer wieder lustig macht. Weil sie hier und da von Erwachsenen zwar was aufgeschnappt haben, wie Dinge funktionieren, aber selbst dann, wenn sie nicht einmal eine Dose mit Kindersicherheitsverschluss öffnen können, man immer wieder merkt, ah, sie sind noch an dem Punkt der Entwicklung. Dabei wollen sie gerne schon so viel weiter sein und nicht den Ruf an der neuen Schule verlieren. Und das alles zusammengeworfen und durchgeschüttelt ergibt genug Momente, die wirklich witzig sind, wie ich finde, bei Good Boys, den ich sowohl in Englisch, in einem fast leeren Kinosaal gesehen habe und dann nochmal in einem komplett gefüllten Kinosaal in der deutschen Version, wo man auch merkt, der funktioniert auch. Ein paar Gags ging verloren in der Übersetzung, aber trotzdem gibt es in einem vollen Kinosaal jede Menge zu lachen und da lacht sich's echt am besten. Da funktioniert die Komödie in einem Kinosaal halt immer gut. Kurzum, ich finde Good Boys echt sehenswert, aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Dieses Dreiergespann der Jungs funktioniert gut. Die haben eine tolle Chemie und vor allem sind sie so abwechslungsreich erzählt, dass sie als Gruppe funktionieren, aber auch einzeln durchaus ihre Konflikte mit sich bringen. Ein Jacob Tremblay beispielsweise als Max ist ein absolut tolles Talent in Hollywood. In Filmen wie Raum oder Wunder brilliert der, aber hier jetzt mal ganz anders. Einer, der auf der Schwelle steht und gerne erwachsener sein möchte, der sich verliebt, der wissen will, wie man küsst, der zu seinen Emotionen stehen möchte und gleichzeitig seine Freundschaft nicht verraten und der dieses eine Ziel dazu herauszufinden, wie man küsst und dabei niemanden enttäuschen möchte. Einer, der es einfach schafft, diese Handlung gut zu tragen und vor allem in den lässigen Momenten, wenn er in Slow Motion irgendwo langläuft und versucht, ihm anders zu sein, als er ist, merkt man, der kann sowohl in Nuancen feine, tiefe, herzliche Momente spielen, auch als auch dann, wenn es völlig drüber ist und er völlig ausrastet und eine Verkäuferin anschreit, dass er einiges mit ihr anstellen wird, dann kommt das so aus dem Nichts rausgebrochen, dass, wenn ihr den Film gesehen habt, glaube ich, versteht, warum der eben einer ist, wo ich mir sage, was wird mal aus dem werden, wenn er erwachsen ist in Hollywood. Bin ich echt gespannt auf diese Karriere. Ergänzt durch einen Keith I. Williams als Lucas, der Ordentliche, der Moralische, das Gewissen in der Gruppe, der vor allem aber dann, wenn die Gruppe es eigentlich geschafft hat, durch ein komplettes Problem durchzumanövrieren, mit seiner Ehrlichkeit wieder alles resettet und sie in ein neues Chaos stürzt. Der gibt eine wunderbare Facette rein, vor allem mit seiner Liebe zur Ordnung, wo ich sage, richtig schön. Und dann noch durch Brady Noon, der Thor spielt, ersetzt, der ebenfalls das Problem mit sich bringt, dass er keinen schlechten Ruf haben will. Er will kein Weichei sein, er will der harte Kerl sein, aber eigentlich ist er emotional und Künstler und will auf einer Bühne stehen und einfach nur singen. Und so haben alle drei unterschiedliche Motive und auch Geschichten zu Hause, die sie dann, wenn es um ihre Freundschaft geht und die Frage, was vereint sie, was trennt sie zunehmend im Laufe der Geschichte, genau das richtige Potenzial mitbringen, wo ich sage, die Gruppe funktioniert. Im Ensemble ringsherum haben wir ansonsten eben dieses Umfeld, was es braucht, zwischen Eltern, zwischen Mitschülern, die Druck ausüben, zwischen der Nachbarin und Drogendealern bis hin zu Cops und irgendwo
irgendwo zwischen all diesen Stationen, wo sie sich nicht mit Auto, sondern mit Fahrrad hinbewegen. Deswegen sage ich, es ist eine Art Mini-Road-Movie in der Kleinstadt angesiedelt, die irgendwo und nirgendwo, also auch gleichzeitig überall spielen könnte. Bekommt man eben so dieses Gefühl, so einen klassischen Coming-of-Age-Road-Movie runtergekürzt zu haben auf die Naivität von Kindern, was vor allem immer dann skurril wird, wenn sie eben auf Sexspielzeug wie Analkugeln treffen oder sich Pornos anschauen und vor allem eigentlich nur ganz einfache Dinge wissen wollen, aber sofort mit der Welt des Erwachsenseins konfrontiert werden auf die vollste Art und Weise. Und wenn man da Bock drauf hat, kann man wirklich lachen. Die Kameraarbeit, rein technisch, in Good Boys ist genauwertig genug für die große Kinoleinwand, oft mit satten Farben arbeitend, um Kino auch zu unterstreichen im Bereich Komödie, und arbeitet hier und da mit ein paar Slow Motions. Das ist auch so ein Mittel, was Seth Rogen immer wieder gerne verwendet, aber nicht zu viel. Der hat ja nicht die Regie geführt, aber irgendwie merkt man einfach so diese Art von Humor, die grundlegend hier an den Tag liegt. Die Musik ist passend, manchmal auch gepaart mit sehr bekannten Songs und vor allem Richtung Finale hin mit einer Performance, die auch im Wandel beschreibt, wo ich sage, mochte ich jedes Mal, wenn ich den Streifen im Kino gesehen habe. An der Stelle ist Kostüm und Make-up einfach und normal gehalten und die Effekte sehen in weiten Teilen handgemacht auch aus, auch wenn es in manchen Momenten so ein bisschen ein Greenscreen durchschien, wo man sich fragt, hä, warum braucht es jetzt hier in dieser Location wirklich Greenscreen? Ist dieser 20 Millionen Dollar teure Film, / Komödie, der einer, die in den USA recht gut gestartet ist und wo man gespannt sein kann, wer sonst performt. Ich verstehe, wenn es eben nicht jedermanns und jeder Fraus Humor ist, aber wenn man darüber lachen kann, kann man über die 90 Minuten fast konsequent lachen. So muss ich sagen, gute Chemie zwischen den Hauptdarstellern. Ich finde, er ist witzig, die Naivität der Kinderaugen macht vieles aus, da wie die Gags hier aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Ich finde auch, dass er seine herzlichen Momente hat und mehr ist als nur diese derben Trailer, sodass ein Publikum sich hoffentlich nicht zu irritiert fühlt und nach den Trailern denkt, oh, genau so eine Komödie will ich sehen, und dann sich den schöneren Momenten nicht mehr zuwenden möchte. Seid also dahingehend in Anführungszeichen gewarnt, dass der Film auch wirklich ein paar Momente hat, die ein bisschen ruhiger daherkommen. Ich finde, dass der Film in seinen 90 Minuten in weitesten Teilen kurzweilig ist und theoretisch würde ich da auch einen zweiten Teil sehen wollen, wenn diese Figuren älter werden und in ihr nächstes Abenteuer stürzen, aber ob es das geben wird, sei mal dahingestellt. Dem stelle ich so ein bisschen gegenüber, dass nicht jeder Gag sitzt und auch manche Pointen die gleichen Strukturen zu sehr aneinandergereiht aufweisen. Manche Handlungsmomente, um in das nächste Ding, den nächsten Sexspielzeug-Slapstick zu gelangen, so ein bisschen dahingemauschelt, hingebaut sind und die Übergänge nicht ganz so flüssig immer daherkommen und der auch in der Mitte so ein paar kleine Hänger drin hat. Aber am Ende sage ich, für mich eine sehenswerte Komödie. 7 von 10 möglichen Punkten als Komödie, 6,5 von 10 insgesamt. Und wer da Bock drauf hat, der kann sich das gerne im Kino anschauen. Dafür ist Good Boys allemal den Gang aus meiner Sicht wert. Und da bin ich am Ende meiner Review zu Good Boys ab diesem Donnerstag, dem 22. August, in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.